Es ist soweit, der letzte Akt steht an. Die Superung und Alterung von diesem kleinen Teil. Die ganze Sache wird aber auf zwei Videos aufgeteilt, da ich bei den einzelnen Techniken doch sehr ins Detail gehen möchte und wie ihr schon gesagt habt, Videos über 30 Minuten kommen nicht so gut an, deswegen wird die ganze Sache einfach mal geteilt. Im ersten Teil geht es nun um die letzten farblichen Ausbesserungen, um die De-Stressing-Technik für das Dach und sogenanntes Microchipping einmal rundherum um die Lok. Dann würde ich einfach mal sagen, nicht lange rumlabern und los geht's. Moin Leute, so, es geht weiter und jetzt gehen wir in die Vollen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal für meine leicht nasale Aussprache, ich bin etwas verschnuppert. Und ja, das geht auch bei 39 Grad. Ist richtig geil. Wie ich schon gesagt habe, die Alterung von diesem Ding wird in zwei Teile aufgeteilt, einfach weil es sonst viel zu viel werden würde. Denn ich möchte auch bei den einzelnen Dingen jetzt mal sehr ins Detail gehen und mich ein bisschen an den kleinen Dingen hier austoben. Als allererstes kommt nun, dass wir die Lok auf einen Stand bringen, dass wir sie anfangen können zu altern. Hier fehlen noch einige farbliche Details, ich möchte sie komplett neu nummerieren und einige Sachen fehlen auch noch von den Umbauaktionen, wie zum Beispiel diese wunderschönen Löcher hier neben den Scheinwerfern. Die haben wir bis jetzt noch nicht gestopft, das ist das erste, was wir machen und danach kommen die ersten farblichen Ausbesserungen. Wie genau stelle ich das jetzt an? Ich nehme mir hier so eine Folie, das ist OHP-Folie, also Overhead-Projektor-Folie. Müsste eigentlich noch jeder aus der Schule kennen, der nicht älter als 35 ist oder 30. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Folie eignet sich dafür recht gut, da sie relativ dünn, aber trotzdem stabil ist. Ich habe jetzt hier diese beiden Flicken schon aufgeklebt und die werden jetzt noch mit mattschwarzer Farbe übermalt und dann sollte man davon fast nichts mehr sehen. Die Farbe ist jetzt noch nicht hundertprozentig trocken, aber ich denke mal, ihr wisst so grob, wie es gemeint ist. Wie gesagt, die leichten Unterschiede in den verschiedenen Schwarztönen werden hinterher durch die Alterung sowieso verdeckt. Und es gibt noch einige Möglichkeiten, diese kleinen Plättchen, die jetzt einfach da drauf geklebt sind, zu kaschieren. Da werde ich vielleicht später nochmal die ein oder andere Sache ausprobieren. Jetzt kommt der Schritt, der bei jeder Alterung mit einhergeht, nämlich das gute alte Colorstop. Das tragen wir jetzt erstmal auf die Scheinwerfer bzw. auch auf die Fenster des Führerhauses auf. Und auf noch ein kleines Detail, da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. Für das Auftragen kann man am besten einen Zahnstocher oder so wie ich hier einen dünnen Drahtpin benutzen. Für größere Flächen wie die Scheiben kann man das auch benutzen, aber ein alter Pinsel tut's auch. So, auf Fenstern und Scheinwerfern ist das Zeug jetzt drauf und jetzt fragt ihr euch natürlich, ja, wo willst du den Mist denn jetzt noch hinschmieren? Auf die Puffer. Denn das ist eine relativ einfache und sichere Methode, einer Lok Pufferringe zu verpassen. Im Idealfall nehmt ihr dafür irgendein rundes Röhrchen, was etwas kleiner ist wie der spätere Pufferringdurchmesser, den ihr haben wollt. Dieses Röhrchen taucht ihr jetzt in das Colorstop und beginnt jetzt ab der Mitte des Puffers, das Colorstop damit in kreisenden Bewegungen aufzutragen. Am Ende sollte das Ganze dann ungefähr so aussehen. Klar ist das nicht die einfachste Technik, es gibt auch fertige Pufferringe zum Aufkleben. Manche machen das auch mit gestanzten Schablonen. Aber ich habe so für mich rausgefunden, das geht relativ schnell. Ich habe Colorstop immer da und von daher werde ich das auch weiterhin so machen. Es dauert jetzt natürlich noch, bis das Colorstop so weit getrocknet ist, dass wir weitermachen können. In der Zeit könnte man sich jetzt einen Kaffee trinken oder was weiß ich was machen. Aber ich schnappe mir jetzt erstmal das Dach. Der Rest kommt beiseite und hiermit fangen wir jetzt an. Wie gerade eben beschrieben, will ich hier dran jetzt die sogenannte De-Stressing-Technik ausprobieren. De-Stressing, was genau heißt das? Bei großen Flächen, die einheitlich lackiert sind, wie zum Beispiel jetzt bei diesem Dach oder bei größeren Wagendächern, hat man das Problem, dass diese Flächen sehr schnell plump und trist wirken. Mit dem De-Stressing gibt man der Farbe eine leichte Struktur, das heißt, die Farben bzw. wie hier das Blech wirkt angelaufen, es wirkt fleckiger. Dadurch wirken solche Flächen interessanter für den Beobachter und machen das Modell auch insgesamt realistischer. Einen zusätzlichen Effekt schaffe ich mir jetzt dadurch, dass ich ein oder zwei Felder hier jetzt mit Washi-Tape abklebe, wo dieser Effekt dann nicht zu tragen kommt. Diese wirken dann wie frisch ausgebesserte bzw. neu eingesetzte Bleche.
Ich habe nun zwei Felder hier abgeklebt. Wie genau gehen wir jetzt beim Distressing vor? Wir nehmen uns jetzt artverwandte Farben. Das Dach ist dunkelsilber, das heißt, ich habe hier noch ein helles Silber, ein helles Grau und ein mittleres Grau. Alle drei von Revell. Und mit diesen drei Farben werde ich jetzt die ganze Sache bearbeiten. Die Sache läuft wie folgt. Ich habe jetzt hier etwas von dem hellen Silbern auf ein Stück Depron gemacht. Nehme mir so eine Clamping-Sette, die sind dafür recht praktisch, und ein zerrupftes Stück Schaumstoff. Den Schaumstoff benetze ich jetzt mit dieser silbernen Farbe, sodass ich nur noch leichte Punkte auf dem Depron hinterlasse, also wirklich nur ganz wenig Farbe in dem Schaumstoff. Und danach beginne ich vorsichtig das Silbern auf das Dach zu tupfen. Und schon nach der ersten Farbe tritt der Effekt ein, das Silbern wirkt nun wesentlich dreidimensionaler und fleckiger. Als nächstes nehmen wir uns das helle Grau und verfahren damit genauso wie mit dem Silbern. Hier jetzt natürlich aufpassen, dass man den Effekt nicht zu extrem macht, sondern nur ganz, ganz leicht über das komplette Dach tupfen. Und dasselbe dann natürlich auch zum Schluss mit dem dunklen Grau. Natürlich könnt ihr die Farben noch untereinander mischen und Farbschritte wiederholen, solange bis euch das Ergebnis gefällt. Nach dem Trocknen der Farben und dem Abziehen des Maskierbands haben wir jetzt ein richtig schön fleckiges Dach mit einer schönen Struktur. Auch bei näherer Betrachtung wirkt das Dach jetzt nicht mehr so langweilig, sondern eher wie ausgeblichenes bzw. angelaufenes Blech mit leichten Ausbesserungsstellen drauf und mit wesentlich mehr Kontrasten. Durch das spätere Aufbringen eines schwarzen Washings werden wir diese Kontraste noch weiter hervorheben, aber fürs Erste war es das mit dem Dach. Das Color Stop an der Lok selber ist jetzt soweit getrocknet, jetzt müssen wir noch einige Abklebearbeiten machen. Wir müssen die Elektronik hier oben, den Decoder und die Kabel vor Farbe schützen. Wir müssen die Kupplungen abkleben, weil ich ehrlich gesagt keine Lust habe, die jetzt wieder aufzuschrauben und die wieder rauszuholen, weil die haben keine Nebenschächte und bla bla bla. Und wir müssen den Schleifer abmontieren, denn das ist ein Teil, was einfach völlig unnütz ist, es nach dem Alterung sauber zu machen, weil es ist eine Schraube, also warum sollte man den nicht abnehmen? Alle wichtigen Teile sind nun abgeklebt und spätestens jetzt kommt der Moment, wo man sich Gedanken machen muss, was genau soll mit der Lok überhaupt passieren. Wie ihr wisst, habe ich dieser Lok keinen KÖV, sondern einen KÖ-Sound aufgespielt. Die Gründe dafür habe ich in dem Software-Video gesagt. Die Lok ist aber noch als KÖV nummeriert und genau das werde ich ändern. Sie wird eine KÖ-Nummer bekommen. Trotz alledem wird sie aber auch den DB-Keks kriegen. Ich weiß, das ist unrealistisch. Es gibt, glaube ich, keine einzige KÖ, die bei der DB die Epoche 3 bis 4 überlebt hat. Aber ich finde es eigentlich eine ganz schöne Spielerei und den Gedanken ganz interessant. Und ich habe auch sehr viel mit dem lieben Kunstmichi darüber geschrieben. Nochmal Props dafür, für die Hilfe und für die vielen Bilder. Und auch ich habe mir noch einige Bilder rausgesucht und die seht ihr jetzt hier. Das sind zwar alles KÖV-Maschinen, aber es geht mir dabei vielmehr um die farbliche Gestaltung und um die Alterung dieser einzelnen Maschinen. Hier sieht man auch sehr schön die Unterschiede zwischen den einzelnen KÖV. Hier zum Beispiel eine Maschine mit komplett glatten Motorraumabdeckungen. Im nächsten Bild jedoch dieselbe farbliche Gestaltung, also auch mit weißen Griffstangen, mit dem DB-Keks und der Nummerierung 324. Jedoch mit den, ja, ich weiß nicht, profilierten Motorabdeckungen. Ich glaube, so nennt man das. In den Beispielen sieht man sehr schön auch, dass die Verdreckung relativ unterschiedliche Grade haben kann. Von einfach nur ein bisschen staubig, auch in diesem Bild jetzt nass geregnet, bis zu wirklich runtergerockt und rostig. Ich weiß nicht, wie schlimm ich meine Maschine altern werde. Ich denke mal, das wird sich im Verlauf des Videos zeigen. Aber die weißen Griffstangen sind ein Detail, was mir sehr gut gefällt und das werde ich auch definitiv bei meiner Maschine umsetzen. Jetzt geht es aber erstmal darum, ihr den DB-Keks und die KÖ-Nummer zu verpassen. Verwenden werde ich dafür einen Beschriftungssatz vom Andreas Nothaft. Der hat einen Beschriftungssatz für eine KÖV im Programm. Jetzt werde ich sagen, natürlich klar, ist wieder eine KÖV. Aber beim Aufbringen werde ich das kleine F einfach wegschneiden. Ich bin da erstmal ein bisschen, improvisativ? Was? Naja. So habe ich auf jeden Fall die Möglichkeit, die Nummerierung passend zu dem DB-Keks zu platzieren. Kann also auch die kleineren Beschriftungen, die eventuell ein bisschen abgerubbelt oder nicht ganz vollständig sind, noch ersetzen. Und ja, damit werden wir jetzt beginnen. Die Beschriftungen auf dieser Seite im unteren Bereich sind noch sehr gut erhalten. Ich denke mal, die werde ich auch so beibehalten. Das bedeutet, ich klebe jetzt nur den oberen Bereich hier, wo die KÖV-Nummer bzw. Deutsche Reichsbahn steht, ab. Und werde diese mit Purpurrot nochmal neu übermalen, bzw. mit der Airbrush lackieren. Wichtig ist aber jetzt vernünftiges und gründliches Abkleben. Nicht, dass wir dem Lokführer hinterher noch einen Touch Purpurrot verpassen, das sieht natürlich nicht so gut aus.
Der Bereich um die Lokbeschriftung ist jetzt weitestgehend abgeklebt. Wie ihr seht, ich habe das vorher nochmal mit Isopropanol gereinigt. Und die Farbe war so weit abgegriffen, dass sie sich schon fast komplett abgelöst hat. Also es wurde wirklich mal Zeit für eine neue Beschriftung. Jetzt nehmen wir uns die Airbrush mit der Farbe Revell Purpurrot und sprühen vorsichtig eine neue Farbschicht auf diesen Flecken. Und nachdem die Farbe nun so einigermaßen getrocknet ist, können wir das Maskierband wieder entfernen. Man sieht nur noch eine leichte Farbkante und einen minimalen Farbunterschied zwischen den zwei Farbschichten. Das ist aber alles gar nicht so tragisch, da die Loks auch öfters mal ausgebessert wurden und man nicht immer denselben Farbton getroffen hat. Wichtig für den Umgang mit Wasserschiebebildern ist nun, dass darauf noch eine sehr, sehr dünne Schicht glänzender Klarlack kommt. Diese glänzende Schicht verhindert nun ein späteres Versilbern der Aufkleber. Das bedeutet, dass man die Trägerfolie unter den Aufklebern sehen kann. Das bildet dann meistens so einen silbernen Rand, deswegen nennt man das Versilbern. Und diese glatte Schicht verhindert das. Die Aufkleber legen sich so richtig schön an die Oberfläche der Lok an und bilden keine Falten oder ähnliches. Nachdem der Klarlack schön durchgetrocknet ist, geht es jetzt ans eigentliche Aufbringen der Decals. Hierbei ist anzumerken, die einzelnen Aufkleber sind nicht ausgeschnitten. Das heißt, es ist eine durchgehende Trägerfolie. Und wir müssen die Aufkleber selbst aus dieser Trägerfolie ausschneiden und dann auf der Lok aufbringen. Zum Austrennen eignet sich am besten eine sehr scharfe Schere oder wie in meinem Fall eine komplett neue Skalpellklinge. Ich lege die Decals nun auf eine Schnittunterlage und beginne mit dem Skalpell vorsichtig als erstes das DB-Logo aus dem Decalbogen auszutrennen. Im nächsten Schritt nehme ich mir ein Pinnchen mit lauwarmem Wasser und lege das Decal dort hinein. Das muss nun einige Zeit aufweichen, bis sich das Decal von der Trägerfolie löst. Ist das geschehen, gehen wir zur Lok, machen ein bisschen Wasser an unseren Finger und befeuchten die Stelle, an der das Decal später sitzen soll. Mit einer Pinzette holen wir die Trägerfolie samt Decal nun aus dem Wasser heraus, legen es auf die Lok und können nun mit dem Finger das Decal auf die Lok schieben. Dadurch, dass wir die Oberfläche nun befeuchtet haben, können wir das Decal mit dem Finger weiter positionieren, so lange bis es an der Stelle steckt, wo es später sein soll. Hierbei kann man sich sehr gut an Originalbildern orientieren, um die richtige Position zu finden. Ist das Decal soweit an Ort und Stelle und ihr seid mit der Position zufrieden, nehmen wir uns ein Taschentuch und tupfen vorsichtig das Wasser um und unter dem Decal weg. Dadurch greift die Adhäsion und das Decal sitzt fest. Und mit dieser Technik werde ich nun Stück für Stück alle Beschriftungen aufbringen. Einige nervenaufreibende Minuten später prunkt nun der neue KÖ-Schriftzug auf der Lok. Zumindest passt ab jetzt die Beschriftung zum Sound. Im nächsten Schritt kümmern wir uns jetzt um die Pufferringe. Hierzu nehmen wir uns jetzt ein Stück Tape, schneiden das ein Stück ein und machen hier in der Mitte ein kleines Loch ein, sodass wir dieses Stück Tape jetzt hier hinter dem Puffer einfädeln können, um es dann von hinten gegen den Puffer zu kleben. Ist alles abgeklebt, sollte das Kunstwerk in etwa so aussehen. Und jetzt nehmen wir uns mattes Weiß und sprühen es ganz vorsichtig genau frontal auf die Puffer. Die Farbe ist getrocknet, das Color Stop ist abgepellt und normalerweise funktioniert diese Technik. Dieses Mal jedoch hat das Color Stop irgendwelche Faxen gemacht und die Ränder sind total ausgefranst, beziehungsweise es ließ sich nicht vernünftig abpellen. Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist, aber ich werde das jetzt mit Schwarz einfach ein bisschen nachkorrigieren. So ist es jetzt zumindest einigermaßen. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum das nicht geklappt hat, aber ich werde das meiste später sowieso mit der Alterung der Puffer kaschieren. Das Ding ist irgendwie verhext, ich weiß auch nicht, hier läuft nichts so wie geplant. Und wir bleiben einfach mal bei der Unglücksfarbe Weiß. Jetzt werden nämlich diese Griffe hier vorne, dieser und der Umlaufgriff hier oben an der Motorhaube weiß lackiert. Kleine Ursache, große Wirkung. Es ist immer wieder interessant zu sehen, wie gerade solche kleinen Details das Aussehen des Modells komplett verändern können. Die Griffstangen preschen natürlich jetzt noch ziemlich nach vorne, aber im Laufe der Alterung wird sich das noch ändern. Als nächstes kommt der erste wirkliche Alterungsschritt. Wir wollen nämlich jetzt bei Blechen, wie diesen hier vorne, oder der Luke auf der Motorhaube den Lack etwas ausbleichen lassen. Dafür habe ich mir das Purpurrot genommen und mit etwas Weiß deutlich aufgehellt. Beim Ausbleichen von Lacken ist es von Vorteil, wenn ihr die Grundfarbe der Lok besitzt und diese dann mit Weiß aufhält.
sollte das nicht möglich sein, weil sie mehrere Farben ineinander lackiert hat bzw. ein relativ aufwendiges Muster hat, dann könnt ihr euch einfach eine Mischung mit Weiß und Klarlack machen. In diesem Fall habe ich aber die Grundfarbe, das heißt, ich konnte mir diesen etwas ausgeblicheneren Lack hier zusammenmischen und den werden wir jetzt ganz vorsichtig und dünn mit der Airbrush partiell aufsprühen. Im Endeffekt sollte das dann ungefähr so aussehen. Klappen bzw. größere gerade Bleche sind durch das Ausbleichen etwas hervorgehoben und kommen jetzt noch besser zur Geltung. Alles in allem wirkt die Maschine alleine jetzt schon deutlich älter, als wenn sie jahrelang in der Sonne gestanden hätte, dem Regen ausgesetzt wäre etc. Und auch hierbei kann ich nur sagen, schaut euch Originalbilder an, schaut euch an, wie die Originalloks gealtert sind und versucht es so gut wie möglich nachzubilden. Zum Beispiel sieht man sehr oft, dass der Bereich hier unter dem oberen Spitzensignal auf der Rückseite eher weniger ausgeblichen ist, bedingt dadurch, dass das Wasser links und rechts vorbeiläuft, aber nicht genau hier unten drunter. Und auch ich habe das genauso nachgebildet. Nun kommt der zweite wichtige Effekt in diesem Video. Dieser nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch und braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl und vor allem viel, viel Geduld. Die Rede ist vom Microchipping. Chipping müsste für jeden, der meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, mittlerweile ein Begriff sein. Jetzt werden wir aber keine Hilfsmittel wie Haarspray oder Chipping Medium benutzen, sondern wir werden das alleine mit dem Pinsel machen. Dadurch können wir wesentlich kontrollierter und feiner arbeiten. Was genau wollen wir damit darstellen? Dafür zeige ich euch nochmal dieses Bild einer Köf. Ihr seht hier bei den Motorabdeckungen, am Führerhaus, an den Griffen, überall Lackabplatzer, wo eine relativ schwarzbraune Rostschicht durchkommt. Und genau diesen Effekt versuchen wir jetzt zu erzielen. Die Lackabplatzer sind zum Teil so fein, dass wir es mit Chipping Medium gar nicht mal so gut und kontrolliert hinkriegen können bei dieser kleinen Baugröße. Und deswegen werden wir es jetzt rein mit dem Pinsel machen. Als perfekte Farbe für diesen Effekt hat sich German Black Brown von Valeo rauskristallisiert. Diese Farbe stellt einen sehr schönen schwarzbraunen Stahlrost dar. Ich mache mir 2-3 Tropfen von dieser braunen Farbe auf ein Stück Depron. Das ist einfach ein Reststück, ihr könnt auch Pappe benutzen oder was ihr gerade da liegen habt. Und wir verdünnen die Farbe ungefähr im Verhältnis 3:1. Also bloß nicht zu dünn machen. Und jetzt kommt ein Hilfsmittel, was ich bei dem Umgang mit Acrylfarben bei solchen Effekten wirklich nur empfehlen kann, und das ist Retarder Medium. Was genau macht das? Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Trocknungsverzögerer. Steht auch drauf. Das hat den Vorteil, dass man bei solch kleinen Pinselmalereien nicht mit einem halb verrotzten oder angetrockneten Pinsel arbeiten muss, sondern die Farbe relativ lange schön flüssig bleibt und man gut damit arbeiten kann. Da dieses Zeug relativ dickflüssig ist, mische ich das mit dem Pinsel hinein, um nicht zu viel reinzutun. Und mit dieser Farbmischung legen wir jetzt los an Kanten von Blechen bzw. Wartungsklappen etc. kleinere Roststellen hinzuzufügen. Auch hierbei gilt die Devise, langsam anfangen und sich hocharbeiten, um den Effekt nicht zu übertreiben. Auch ist es in jedem Falle zu vermeiden, Muster zu produzieren, also immer schön unregelmäßig arbeiten. Wenn ihr aufmerksam die Originale studiert, dann wisst ihr ungefähr grob, wo die größten Roststellen sind, wo die Teile am ehesten angefangen haben zu gammeln und wo sie am meisten gelitten haben. Und so arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück über das Modell. Jawohl, einige Minuten später bin ich einmal komplett rum und das Ganze sieht jetzt so aus. Die Rosterplatzer ergeben an manchen Ecken richtig schöne kleine Eyecatcher
Und man hat noch die Möglichkeit, einige Dinge, die vielleicht nicht so gut detailliert sind, beziehungsweise die bei der Lackierung vorher nicht ganz so gut geklappt haben, zu kaschieren. Auch die Haltegriffe knallen jetzt nicht mehr so ganz extrem ins Auge. Wenn sie später noch mit Pulverfarben nachbearbeitet sind, müssten sie eigentlich fast genauso aussehen wie auf den Originalbildern. Auch das Dach hat natürlich hier und da ein bisschen Rost bekommen. Bei den Originalbildern sieht man sehr oft, dass oben an diesen Verbindungsbändern und auch an den unteren Kanten, wo die Regenrinnen sind, oftmals Rost ansetzt. Jetzt kommt das Ding langsam in die Richtung, wo ich es hinhaben möchte. Der nächste Schritt wird nun ein schwarzes Washing. Wie immer bei Washings verwende ich es an den Kanten der einzelnen Bleche, in Blechstößen bzw. Ecken und Riefen, um abgesetzten Dreck darzustellen. Wie genau ich dieses Washing anwende, müsste eigentlich jedem klar sein, der meine letzten 10 bis 15 Videos gesehen hat. Trotzdem zeige ich euch hier und da noch ein paar neuralgische Stellen, wo ich dieses Washing verwendet habe, einfach damit ihr seht, welchen Effekt es hat. Mit dem schwarzen Wash lassen sich übrigens auch sehr schön Regenspuren auf dem Dach darstellen. Das geht wie folgt: Ich nehme zuerst die normale Mischungsverhältnispumpe von dem Wash. Jo, alles klar. Trage sie hier auf den Kanten auf. Nehme dann dasselbe Wash, aber deutlich mehr verdünnt mit Wasser. Und streiche dann in Regenlaufrichtung über das Dach. Was dann passiert ist, der feuchte Pinsel zieht das Washing aus den Rillen wieder raus und hinterlässt dann richtig schöne Läufer und Regenspuren auf dem Dach. So einfach ist das. Wir sind einmal mit dem Wash komplett rundherum. Die einzelnen Blechstöße und Details fallen jetzt richtig schön ins Auge. Auch der Lüfter vorne sieht jetzt wesentlich besser aus. Mit diesem Video war es das auch schon wieder. Im nächsten geht es dann an die Alterung mit Pulverfarben und dann machen wir dieses kleine Ding endgültig fertig. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und tschüss.